Und immer noch kein Zuhause. Kommt noch. Doch, wir haben ein Zuhause. Kinzis Unterschlupf da mit dem... Fehlt das denn als richtiges? Ich weiß es nicht. Errungenschaft freigeschaltet. Keine Panik. Doch, Panik. Wenn Mammut so ein Raumschiff fliegt, ist einfach Panik angesagt. So, okay. Also sind wir jetzt in der Matrix. Wir sind quasi in der Matrix. Wenn wir jetzt hier durchgehen, können wir wieder Simulation verlassen. Yay! Ja, klasse. Und dann? Keine Ahnung. Und dann? Du da wahrscheinlich im Raumschiff und freust dich. Ich bin im Raumschiff und freue mich. Ja, kannst einen Keks da essen. Oh, cool, Kekse. Wo gibt's die Kekse? Ich will die Kekse haben. Ja. Gib mir die Kekse. Musst du mal nett fragen, da. Da gibt's keine Kekse. Für die Datensammlung immer noch, die ich einsammle? Ja, ne? Ja, die bekomme ich noch. Ich bin ja nur auf dem Raumschiff. Ich bin ja immer noch nicht real und so weiter. Du bist nicht in der Matrix. Ich bin nicht in der Matrix. Du bist real. Das, was du da gerade hast, ist doch unsere Realität. Ja, aber auch nicht, weil ich immer noch ich bin. Es ist alles sehr verwirrend. Ist aber auch niemand. Niemand läuft hier rum. Niemand alle ist in der Matrix. Alle in der Matrix, das ist doch nicht wahr. Keine Kekse hier. So, und du bist jetzt unser Nero, oder wie? Neo. Anscheinend. Nero? Neo, ne? Ich bin Auserwählter. Du bist der Auserwählte. Wer die Prophezeiung geschrieben hat, der hat aber auch einen im Kahn. Oh ja. Was haben wir denn hier? Computer benutzen. Mammut zum Auserwählten zu machen. Aha, kann ich Audiologs und Text-Adventures machen? Ja, mach doch Text-Adventure. Da hast du doch ein Fable für. Da ist jetzt aber noch keins verfügbar. Muss ich wahrscheinlich erst freischalten oder sowas. Interessant. Hinterher kann ich hier noch Battlefield 7 auf dem PC zocken. Keine Ahnung. So halb. So halb. Die Demo. So, wo geht's denn jetzt hier wieder zurück? Was haben wir denn hier? Links rum. Aha. Ich guck mich hier halt nochmal so ein bisschen um. Ja. Einfach nur für den Fall eines Falles. Ja, da war ich. Okay. Dann komme ich zurück in die Simulation. In die Wirklichkeit. In die Wirklichkeit. Was? Nein. Was soll ich denn da? Spielvorteil. Auf die Estrada! Was? Nein. Doch meine Estrada. Nein, da. Da. So, da möchte ich hin. Können wir denn jetzt diese Autos irgendwie mal sichern? Ich weiß nicht. Ich glaube, dafür brauchen wir immer noch ein eigenes Zuhause. So, bin wieder da. GZ. Danke. Leute fragen sich bestimmt immer noch so teilweise, was heißt GZ? Keine Ahnung. Einfach nur mal ein G und ein Z. Ja, genau. Hä? Was denn? Wir haben Erfolg freigeschaltet. Huch, ein Bonbon. Wieso? Ein Bonbon. Ein Bonbon. Ein Bonbon. Bonbon. Ich habe als Kind mal früher Bonbon gesagt. Aha. Warum auch immer. Eine Bombe. Verniedliche von Bombe. Bonbon. Nein? Ja. Ich war damals schon diabolisch. Nicht? Weiß ich nicht. Eventuell. Stimmt. Kann jetzt gleiten. Ui. Kann ich auch gleiten? Nein. Das können nur wir. Oh. Denn wir sind die Borg. Ach nee. Fast. Geht das denn jetzt? Also wenn ich jetzt hochspringe. Kräfte. Und dann umschalten. Ah, dann gleite ich jetzt so, okay. Voll krass. Mhm. Und ich kann Walljumps. Also an der Wand entlang laufen. Das ist auch gut. Es geht hier auch noch mal ein bisschen durch. Ich habe Ninja-Reflexe? Habe ich einfach nicht wahr. Wollte zuerst, haben wir dann aber gedacht, nee, du stirbst ja nicht so oft, aber für dich ist es, glaube ich, ganz gut. Ja. Okay, du kannst jetzt echt tatsächlich einfach die Wand senkrecht entlang laufen. Okay.
Nee, das kann ich noch nicht. Aber ich kann extrem weit viel höher springen. Und leiten kann ich auch. Yay, platsch. Ja, aber siehst du, wenn du jetzt hier guckst, kann ich jetzt hier einfach diesen hier. Boah, cool. Du musst ja keinen Walljump mehr machen. Man muss eigentlich... Bennett, denn du brauchst auch nicht Dings, du, das kostet keine Ausdauer. Okay. Was denn hier drauf? War nur so eine Plattform, okay. So, aber was ich noch machen wollte... Achso, du hast, oh, sorry. Kein Problem. Ja, ich will mal Escape drücken, um das Menü aufzurufen, weil das eigentlich immer der Standard ist. Du weißt doch, das ist Tab. Ja, aber, ne? Nee. Ich verprüge hier mal eben ein paar Aliens, ne? Na, mach du mal. Mach ich mal. Frostblitz! Okay. Willst du wieder Arthas? Vielleicht. Darf ich das nicht? Nein. Okay, dann darf ich das nicht. Dann muss ich noch bis zu Heroes of the Storm warten. Genau. Ups. Wenn diese Leute hier... Auftrag... Ah ne, ich darf die ja nicht annehmen. Nee. Mach ich gleich. Ja, mach mal hin. Ja, warte, ich muss noch ein paar Aliens hier vernichten. Warte, ich komme. Gleite jetzt hier runter. Das will ich gar nicht wissen, worein du gleitest. In dich, weißt du? Oh Gott. Einfach nur, weil ich es kann. Okay, ich kann nicht aus der Luft heraus meinen Frostblitz machen. Ist natürlich bedauerlich. Okay, das wollte ich nicht. Das war nicht geplant. Ach, so ein Riesenteil. Ja, so einer von den Uncoolen, weißt du? Noch mal her. Au. Oh, der hat mich voll aus der Luft gekickt hier so. Ich bin gerade verwirrt. Jetzt geh doch mal auf die Mauer hier, genau. Au. Oh. Uncool der Typ ist. Sein Tun. Sein Tun. Boah, da kann er so hoch springen wie wir. Fast. Wir können nicht so. Okay. Dann nicht. Der hat noch kaum Schaden bekommen hier. Ja, weil er doch ein Schild hatte. Ja, scheiß auf sein Schild. Hey, geht er wieder hoch? Hey, jetzt wollte ich gerade runterspringen. Dann geht er einfach wieder hoch. Kommen wir denn da hin? Scheiß Drecksack. Habe ich vielleicht irgendwas Tolles dabei? Komm, nehmen wir mal die. Hey! Was macht ihr denn da mit mir? Ich. Oh, ja, schmeiß mich vom Haus! Genau! Platsch! Sehr nervig. Warum muss er auch unbedingt auf das Dach hier gehen? Im Ernst. Friss mein primitives Projektil, friss es! Den Spruch hast du geklaut! Ja, aber du weißt nicht aus welchem Spiel. Ich weiß nur, von welcher Person? Von welcher Person, ja. Yeah, ich darf episch killen! Ja, mach du! New. Du bist in ihm drin! Was machst du da? Immer das, von draußen noch ein bisschen drauf. Yay! EZ. So, gelöst. Du lagst episch auf dem Boden. Ich lag episch auf dem Boden. Was? Würde ich niemals tun. Hast du aber gerade. Ja, yeah! Passiert. Ha, ich war schneller! Du willst mich doch verarschen. Nee. War wirklich so. Na gut. So, eine Datensammlung hier sammle ich noch kurz ein und dann Auftrag annehmen. Na, dann mal los. Zwei. Mach mal Wahlkampagne der Zerstörung. Hast du die Qual der Wahl?
Ja. Primäre und Nebenaufgaben. Let's kick off this campaign. See me on the ship. Okay. Wir sollen aufs Schiff rauf. Ich hab das jetzt nicht annehmen können. Nicht? War das jetzt eine Nebenmission? Das war eine Nebenaufgabe, ja. Ja, dann kann ich da glaube ich so oder sowieso nicht mitmachen. Wo bist denn du? Ich bin jetzt auf dem Schiff. Aha. Du durfte nicht mit. Du durftest nicht mit? Nee. Das ist ja doof. Dann muss ich das eben kurz alleine machen. Ja, auf dem Schiff. Eigentlich. In welchem Schiff? Auf unserem Schiff? Auf dem, in der Realität. Ja, dann verlasse ich die Simulation und dann kann ich vielleicht doch mitmachen. Aber da kann ich das vielleicht noch abbrechen, dass ich das vielleicht nochmal neu für dich annehmen kann? Ach Quatsch, gucken wir mal, ob du hier bist, da bist du doch, also. Okay. So, also mit dem hier soll ich reden. Ja, red doch mal mit dem. I bet we can use a lot of those techniques against the Zin. We're flirting with him. That's a pique de bacon. Messy. Nee, wir flirten definitiv nicht mit dem. Ich hab's ja nicht gemacht. Ja, dann ist ja gut. Jetzt flirte ich mit dem. Oh nein, tu's nicht. Und jetzt soll ich irgendein komisches Rennen beenden. Okay, was auch immer. Dann flirte ich halt mit irgendwem anderem. Nicht mit mich. Irgendwo ein. Hey, du. Du hast aber ein schönes Schiff. Ich zeig dir auch mal was fast genauso großes wie dein Schiff. Ach nee. Ich lass das jetzt unkommentiert, ja? Oh Mann. Mit dem hier muss ich das Ganze durchziehen, ja? Ah, das erinnerte mich mehr an, du hast aber einen schönen Hasen. Ja, das, daran muss ich auch zuerst denken. It's kinda like that. Ach Gott. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo soll das hier nur noch hinführen, wenn es hier so weitergeht? Das Spiel verleitet dich dazu, ne? Ich habe gerade einen Techtelmechtel mit Kinsey. Yay! Yay, freu dich in Keks. Yay! Ach, mit der flirtest du wieder, ja? Ja, da habe ich geflirtet, dann hat sie mich K.O. geschlagen und ist auf mich gesprungen. Und dann? Nachdem ich einen lässigen Anmachspruch losgehauen habe mit, willst du vögeln? Ah. Und sie ja sagte. Ja, dann weiß ja, wie man Frauen anmacht hier. Das war irgendwie unerwartet einfach. Ach, du darfst jetzt hier auch beim Rennen mitmachen. Ja, natürlich. Na, dann ist ja gut. Dachte jetzt schon, das muss ich ja alles alleine bewältigen. Nee. Und so wie ich mich kenne, würde ich das sowieso nicht schaffen. Ey, also bei mir sieht's so aus, als würdest du da die ganze Zeit in die Teile rennen. Ja, tue ich auch. Okay, machen die Schaden oder was macht das? Die verlangsamen dich halt einen bestimmten Prozentsatz, ne? Warum bist du immer noch vor mir? Oh, ich habe die Abzweigung nicht genommen. Ich einfach episch bin, keine Ahnung. Aha. Ich hab jetzt irgendwie den halben Parcours übersprungen. Das ist in Ordnung. Damit komme ich klar. Ich meine, ich bin zwar immer noch hinter dir, ne? Ich